Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung und zur Änderung Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften und glücksspielrechtlicher Zuständigkeiten mit 39, Antrag der Fraktion der FDP. Betreffend redet ihr noch oder digitalisiert ihr schon E-Government in Hessen endlich voranbringen. Das ist 1964-03, 1951-65. Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom Innenminister. Bitte sehr, Staatsminister Beuth. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Verwaltung einfach, schnell, sicher, bequemer, kostengünstiger sowie rund um die Uhr für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen verfügbar machen. Das ist der Ansatz und Anspruch von E-Governments, den wir in Hessen verfolgen. Dies hat der Antragsteller der FDP ganz richtig beschrieben. Deswegen freue ich mich, Ihnen heute den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung vorlegen zu können. In einer Zeit, in der wir alles einfach und schnell online erledigen können, soll die Verwaltung keine Bremse mehr sein. Die E-Government-Nutzung in Deutschland und auch in Hessen kommt allerdings gleichwohl nicht wirklich voran. Mit Artikel 1 des Gesetzentwurfs soll der Gleichklang bei der Ausführung von Bundes- und Landesrecht im Sinne der insbesondere im Bereich des Verwaltungsverfahrensrechts geübten und bewährten Praxis der Simultangesetzgebung gesichert werden. Gleichzeitig wird in Artikel 2 des Gesetzentwurfs, der die Änderung des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes regelt, das Prinzip der Einheit der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder umgesetzt. Denn dieser Gesetzentwurf regelt im Wesentlichen Verfahrens- und Organisationsrecht mit dem Ziel, die digitale Verwaltung in Hessen voranzubringen. Der Gesetzentwurf regelt die Eröffnung eines digitalen Zugangs zur Verwaltung, auch und insbesondere für D-Mail, also einer rechtssicheren und erprobten Technik zum digitalen Schriftformersatz. So sparen alle Zeit und damit Geld und Nerven. Der Gesetzentwurf erfasst des Weiteren die flächendeckende Einführung der elektronischen Akte in der Landesverwaltung und die erstmalige Verankerung einer gesetzlichen Regelung zum ersetzenden Scannen. So werden Medienbrüche und hybride Akten von Anfang an vermieden, was Kosten spart und die Bearbeitung von Vorgängen erleichtert und beschleunigt. Verwaltungsverfahren sollen und können auf Wunsch der Bürgerinnen und des Bürgers und von Unternehmen zukünftig ausschließlich elektronisch geführt werden. Die Beteiligung anderer Behörden kann dabei mit Einwilligung der Bürgerinnen und des Bürgers bzw. des Verfahrensbeteiligten digital durch die zuständige Behörde erfolgen. Zur Realisierung elektronischer Verwaltungsverfahren wird unter anderem im Hessischen E-Government-Gesetz eine Regelung aufgenommen, nach welcher die Behörden ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über ein Verwaltungsportal nach Maßgabe des Online-Zugangsgesetzes anbieten müssen. Im Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetz werden der vollständig automatisierte Erlass eines Verwaltungsaktes und die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes über öffentlich zugängliche Netze mittels Abruf durch die Bürgerinnen und Bürger geregelt. An dieser Stelle möchte ich besonders betonen, dass zur digitalen Kommunikation mit der Verwaltung bzw. zu einem elektronischen Verwaltungsverfahren niemand gezwungen wird. Es ist ein Angebot, ein weiterer Kanal, der von den Bürgerinnen und Bürgern und von der Wirtschaft genutzt werden kann. Ausgeschlossen wird dabei niemand. Wer es nicht möchte oder noch nicht kann, kann weiterhin aufs Amt gehen oder seine Anträge und Anliegen in Papierform vorbringen, insbesondere insofern zwar digital first, aber niemand wird ausgeschlossen. Besonders am Herzen liegen mir aber auch die Gemeinden und Gemeindeverbände, die den Großteil der Verwaltungsarbeit im Land leisten. Sie werden zukünftig über ihre Spitzenverbände mehr Einfluss- und Mitspracherechte in der Informationstechnik erhalten. Denn Hessen schafft einen Landes-IT-Planungsrat, den sogenannten E-Government-Rat, der in allen Angelegenheiten zu beteiligen ist, die für die Kooperation in der Informationstechnik von Bedeutung sind. Dies gilt insbesondere für die Festlegung von Datenübermittlungs- und Datenabrufsregelungen. Diese sind für eine reibungslose Zusammenarbeit von Land und Kommunen von wesentlicher Bedeutung. Nur zusammen mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden können die auf uns zukommenden Aufgaben zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft gelöst werden. Mit dem Hessischen E-Government-Gesetz bekommt Hessen eines der modernsten und aktuellsten E-Government-Gesetze überhaupt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern beschäftigen wir uns aber nicht erst seit gestern mit dem Thema. Wir haben bereits 2003 als erste Landesverwaltung einen CIO installiert und die IT des Landes standardisiert. Deswegen konnten wir uns auch ein wenig mehr Zeit nehmen als andere. Wir waren jetzt zugegebenermaßen nicht die Ersten beim Gesetzgebungsverfahren, haben aber die Zeit genutzt, um ausführlich die Stärken und Schwächen anderer Landesgesetze zu analysieren, ganz nach unserem bewährten Motto Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Im Gegensatz zu vielen Vorgängern ist unser Entwurf deshalb konform mit der Datenschutzgrundverordnung. Des Weiteren haben wir wichtige Richtlinien der EU umgesetzt, an erster Stelle die 2014 beschlossene Einführung der E-Rechnung. Und wir haben eine Umsetzungsregelung für das Onlinezugangsgesetz, dem wichtigsten Zukunftsprojekt des Bundes und der Länder. Natürlich werden wir auch investieren. Wir investieren dabei in die Zukunft unseres Landes. Die Mittel hierfür stehen bereit. Sie sind in Bezug auf die E-Akte schon im laufenden und folgenden Haushaltsjahr etatisiert und in Bezug auf die übrigen Projekte Teil der für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie bereitgestellten zusätzlichen 50 Millionen €. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist sozusagen die Einführung der verwaltungstechnischen oder verwaltungsjuristischen Grundlage für das Thema E-Government. Aber bevor jetzt gleich erklärt wird, dass wir uns damit so viel Zeit gelassen haben könnten, ich habe erklärt, warum und warum das auch gut ist, will ich Ihnen sagen, dass wir in der Frage der Umsetzung bei weitem nicht am Anfang stehen, sondern an vielen Stellen anderen Ländern weit voraus sind. Meine Damen und Herren, wenn ich mir anschaue, was wir intern im Bereich der internen Verwaltung, der Landesverwaltung bereits gestemmt haben oder dabei sind zu stemmen. Die Modernisierung unseres Dokumentenmanagementsystems, die elektronische Aktenführung, wird bis zum Jahre 2023 umgesetzt. Wir haben den Bezügenachweis und den Dienstreiseantrag elektronisch abgebildet. Meine Damen und Herren, beim Thema Bewerberportal haben wir E-Recruiting, wir haben die elektronische Personalakte, wir haben den Hessen-PC, also das Arbeitsmittel für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3.0 bereits im Angebot. Wir haben bereits umgesetzt viele Bereiche im elektronischen Rechtsverkehr, E-Justice oder die E-Rechnung für die Lieferanten des Landes Hessen oder auch das Thema E-Payment als Bezahlplattform. Es ist nicht so, meine Damen und Herren, dass mit einem Verwaltungsgesetz und dem Verwaltungsverfahren sozusagen wir damit auch am Anfang der Digitalisierung stehen würden. Im Gegenteil. Meine Damen und Herren, wichtige Bereiche auch im Bezug auf das Onlinezugangsgesetz sind bereits angegangen, sind wir bereits dabei. Wir haben mit den drei Regierungspräsidien drei digitale Modellbehörden, die sich in einem großen Umfang bereits darum kümmern, einzelne Prozesse, die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in unserem Lande zukünftig digital abrufen können sollen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Dazu gehört das Thema Elterngeld zum Beispiel. Es gehört da verwaltungsintern das Thema Anerkennungsprämie für ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige, das digital abzubilden, das Verfahren insgesamt für die entsprechenden Nutzer zu erleichtern. Das Thema Stiftungsmanagement wird ebenfalls digital abgebildet oder soll zeitnah digital abgebildet werden. Und insofern auch hier ein wichtiger Punkt, in dem wir das tatsächliche Handeln der Verwaltung zur Digitalisierung bereits ordentlich auf den Weg gebracht haben. Voraussetzung dafür ist natürlich ein Nutzerkonto, ein Servicekonto und am Ende ein sogenannter Portalverbund, den wir zwischen Bund, Ländern und Kommunen erreichen müssen. Eine der großen Herausforderungen, die ich sehe, das E-Government-Gesetz am Ende ist die verwaltungstechnische oder verwaltungsrechtliche Grundlage. Der tatsächliche Umsetzungsprozess im Bereich z.B. des Onlinezugangsgesetzes, an dem nicht nur das Land mit seinen Behörden, sondern auch 444 Kommunen teilhaben müssen, um am Ende die Dienstleistungen des Landes und der Kommunen digital abzubilden, ist eine der großen Herausforderungen. Das Land stellt sich dem. Wir haben es mit finanziellen Mitteln bereits hinterlegt. Wir sind in der Umsetzung. Das E-Government-Gesetz ist sozusagen ein Bausteinchen in diesem Digitalisierungsprozess. Ich freue mich auf die weitere Debatte und würde mich freuen, wenn Sie dem dann am Ende auch zügig zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank.
Herr Minister, bevor wir in die Debatte einsteigen, begrüße ich auf der Tribüne unseren langjährigen Kollegen Peter Stephan. Herr Peter, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Das Wort hat der Kollege Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Redet ihr noch oder digitalisiert ihr schon? Geredet hat der Minister wieder. Mit der Digitalisierung sieht es nicht so gut aus. Das ist das Fazit, nachdem wir im August 2017, vor fast einem Jahr, unseren Antrag eingebracht haben. Das war die Reaktion darauf, dass Sie vorher schon 3 Jahre Zeit verloren hatten. Jetzt endlich liegt der Entwurf des E-Government-Gesetzes vor. Aber, um das sehr zurückhaltend zu formulieren, das ist zumindest noch ausbaufähig, Herr Minister. Die schwarz-grüne Landesregierung verschläft die Chancen der Digitalisierung. Ich finde das schon bemerkenswert, wie man sich hier hinstellen kann und erzählen kann, das sei alles ganz anders, wenn ich mir anschaue, was in Bayern passiert, was in NRW passiert. Dort wird Digitalisierung genutzt, um eine bürgerfreundliche Verwaltung zu stärken. Nehmen wir einmal das Beispiel des Bayern-Portals mit der Bayern-ID oder NRW mit seinem Open-Data-Portal. Und was ist in Hessen? In Hessen ist Fehlanzeige, einfach nur Fehlanzeige. Nun haben wir eine Ankündigung gehört von Frau Dorothee Beer, CSU, Digitalisierungsstaatssekretärin der Großen Koalition. Danach soll Hessen ab Oktober dieses Jahres eins von 4 Pilotprojekten für ein Internetbürgerportal werden. Nun gut, wir wissen alle, bei Ankündigungen der CSU auf Bundesebene muss man immer mit Vorsicht herangehen. Ich denke an Seehofers Ankerzentren. Aber es stellt sich dann die Frage, und da hätte ich jetzt einmal eine Antwort erwartet, ist das ernst zu nehmen, was Frau Beer dort angekündigt hat? Nimmt Hessen wirklich daran teil? Und wenn es daran teilnimmt, wie soll denn dieses Bürgerportal ausgestaltet werden? Gibt es finanzielle Unterstützung? Jegliche Antwort auf diese Fragen, die in der Tat interessant wären, die hat der Minister nicht gegeben. Die in den Bürgerportalen angedachten Dienstleistungen, An- und Abmeldungen von Kraftfahrzeugen usw. haben wir schon in Ziffer 1 unseres Antrags, der jetzt endlich auf der Tagesordnung steht, gefordert. Schwarz-Grün in Hessen bekommt das offensichtlich nicht hin, sondern sie brauchen Hilfe vom Bund. Vielleicht nehmen Sie die ja an, vielleicht wird das dann einmal was. Bislang bleiben Sie die Antwort schuldig. Im Ausschuss werden wir dann den Antrag im Einzelnen zu diskutieren haben. Auch die Ziffern 6 und 7 will ich hervorheben. Die Frage der Kompatibilität von Datenportalen der Länder und des Bundes ist ein notwendiges Thema, wenn man die Möglichkeiten der Digitalisierung wirklich nutzen will. Und ein erster Schritt wäre es, dafür ist Hessen ganz allein zuständig, da kann Ihnen keiner helfen, ist die Herstellung der Kompatibilität zwischen Land und Kommunen. Denn die haben dort eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Die sind auch näher an den Bürgern dran. Und, meine Damen und Herren, Fehlanzeige. Fehlanzeige. Das Einzige, was wir in Hessen finden, sind Insellösungen. Der Minister hat ein paar genannt. Ich finde das ja schon toll, was hier als Fortschritt bezeichnet wird, wenn das eine oder andere mal elektronisch immerhin eingereicht und weiterbearbeitet werden kann. Mit E-Government, sehr geehrter Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat das alles wenig zu tun. Was bringt jetzt das eben eingebrachte Gesetz? Im Wesentlichen übernehmen Sie die Regelungen des Bundesgesetzes. Und in der Tat, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, das Bundesgesetz stammt von 2013. Wir werden in der Anhörung noch etliche offene Fragen zu klären haben. Ich nehme z. B. die Frage auch der Übergangsfristen. Sie haben eben viel Zeit verloren. Das ist schlimm. § 7 elektronische Aktenführung entspricht im Wesentlichen der Bundesregelung, nur mit einem kleinen Unterschied. Das Bundesgesetz hatte damals den Behörden eine Frist von 6,5 Jahren zugelassen, mit dem Inkrafttreten zum 1. Januar 2020, um dies umzusetzen. In Hessen soll das Ganze ohnehin 2 Jahre später, aber nach dann noch einer Übergangszeit von nur 3,5 Jahren umgesetzt werden. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen, was wir dort in der Anhörung auch dazu hören. Weil Sie es nämlich verschlafen haben, kommen jetzt die Verwaltungen in Probleme, damit das auch tatsächlich
umzusetzen. Wir sollten uns eigentlich einig sein. Ziel muss es sein, soweit rechtlich möglich, komplett auf eine elektronische Aktenführung umzustellen. Das muss dann auch zeitnah geschehen, aber es muss auch sorgfältig geschehen. Der Minister hat erwähnt den vorgesehenen E-Government-Rat. Interessant ist die Zusammensetzung. Jeweils ein Vertreter der Staatskanzlei und der Ministerien, soweit so gut. Aber warum darf der Landtag nur einen Vertreter zu diesem E-Government-Rat entsenden? Meinen Sie in der Tat, es reicht, wenn ein Vertreter der Mehrheit dort ist, oder sollte vielleicht auch die Opposition, die Sie am liebsten anscheinend abschaffen würden, einbezogen werden? In der Begründung ist der Landtagsvertreter überhaupt nicht mehr erwähnt. Wahrscheinlich ist er nur auf den letzten Drücker noch hineingekommen. Das entscheidende Problem, Herr Kollege Bernino, das ist das Grundproblem. Dieser Gesetzentwurf zielt nicht auf Digitalisierung hin. Er zielt nur auf elektronische Verwaltung ab, nicht auf eine Serviceeinrichtung für die Bürger. Das wird auch daran deutlich, dass Sie alles aus dem Bundesgesetz übernommen haben, nur nicht die Regelung zum Thema offene Daten der Behörden. Dazu finden Sie im hessischen Gesetz nichts. Hier wird eine Chance vertan. E-Government ist mehr. Hessen muss bürgerfreundlich werden, gerade durch Digitalisierung. Meine Damen und Herren, damit bin ich auch schon beim Fazit meiner Ausführungen. Schwarz-Grün redet noch, während andere digitalisieren. Und trotz des vorgelegten Gesetzentwurfs bleibt Hessen bei der Gestaltung der Digitalisierung weit hinter seinen Möglichkeiten. Die Rufe, Herr Kollege Bellino, nach einem stärkeren Engagement der Landesregierung im Bereich der Digitalisierung werden lauter, als Sie überhaupt hier dazwischenreden können. Und zuletzt hat selbst Ministerpräsident Bouffier ihn hören können, nämlich beim Verband Hessen Metall. Dort hat er dann spontan, nehmen das Zitat, wie es veröffentlicht worden ist, ein digitales Ministerium für die nächste Landeslegislaturperiode angekündigt, was immer das sein soll. Hoffentlich meint er aber damit nicht nur ein digital arbeitendes Ministerium oder gar irgend so ein virtuelles Ministerium auf einer Playstation, mit dem man spielen statt handeln kann. Wir werden Herrn Ministerpräsidenten Bouffier beim Wort nehmen, beim richtig verstandenen Wort. Ein CIO, den Sie uns so gepriesen haben, der reicht nicht aus. Hessen braucht ein Digitalministerium, und daran werden wir Sie nach dem 28. Oktober sehr deutlich erinnern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der schwarz-grünen Politik der eingeschlafenen Hand verschläft Hessen die Zukunft. Was wir brauchen, ist ein Weckruf für Hessen. Die Politik des Stillstands bei den Zukunftsthemen muss vorbei sein. Wir wollen Hessen wieder an die Spitze bringen. Unser Ziel muss sein, zunächst im Weltmarkt der Digitalisierung wieder mitmischen zu können, um nach Möglichkeit eine Spitzenposition zu erreichen. Und, Herr Präsident, ich komme zum Ende. Wenn wir das erreichen wollen, dann muss die Hessische Landesregierung zuallererst bei sich selbst anfangen. Ihr Gesetzentwurf ist allenfalls ein müder, ein verschlafener Anfang. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat die Frau Abg. Heitland, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im Informationszeitalter des 21. Jahrhunderts sorgen Internet, neue digitale Plattformen und Portale sowie immer neue und leistungsfähigere Multimediageräte dafür, dass die Welt immer kleiner wird, die Kommunikation sich beschleunigt. Aber auch Dienstleister, Industrie und Handel machen branchenübergreifend von den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung Gebrauch. Und deshalb ist es so wichtig, dass neben Wirtschaft und dem privaten Bereich auch der öffentliche Sektor mit der Zeit geht. Denn eine gute digitale Infrastruktur vereinfacht nicht nur den Alltag der Bürgerinnen und Bürger, sondern erhöht auch die Geschwindigkeit und Qualität der behördlichen Arbeit, wodurch sich übrigens auch bares Geld sparen lässt. Als ganz aktuelles und beispielhaftes Pilotprojekt ist an der Stelle das innovative Engagement des Jobcenters Neue Wege in meinem Heimatkreis Bergstraße zu erwähnen. Gefördert mit 87.000 € aus Landesmitteln wird dort an der Digitalisierung der Schnittstelle zwischen Kunde und Jobcenter gearbeitet.
Unsere Strategie zielt natürlich darauf, solche guten Programme nach erfolgreicher Testphase auch weiteren Institutionen zugänglich zu machen. Und ja, liebe Kollegen der FDP, wir kennen die Bedeutung der Digitalisierung sehr gut. Und wir wollen die Digitalisierung, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Digitalisierung nicht nur Chancen, sondern auch Risiken birgt. Digital first, Bedenken second, schrieben Sie auf Ihre Wahlplakate zur Bundestagswahl. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Bedenken hatten Sie am Ende dann doch, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben keine Bedenken. Wir haben ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Und das ist der Unterschied. Wie gesagt, unabhängig von der Zielsetzung dürfen wir die Risiken nicht ignorieren. Böswillige Software haben doch gezeigt, dass mehr digitale Infrastruktur auch gleichzeitig mehr Angriffsfläche für Kriminelle und Hacker bedeutet. Wir müssen daher zunächst sicherstellen, dass die empfindlichen Daten unserer Bürgerinnen und Bürger und die behördlichen Systeme nach höchstem Maßstab gesichert werden. Innenminister Peter Beuth hat dazu bereits 2016 das Kommunale Dienstleistungszentrum Cybersicherheit in Hessen gegründet. Anfang Oktober 2017 wurden die Sicherheitsstrukturen und die digitale Infrastruktur im Kreis Bergstraße und der Stadt Wetzlar als Piloten auf Basis der Initiative auf die nächste Stufe erweitert. Und ausgehend von den Ergebnissen werden so zukünftig auch weitere Kommunen in Hessen von modernen Sicherheitssystemen und dem Know-how des Dienstleistungszentrums profitieren, meine Damen und Herren. Hinzu kommen fortlaufende Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der IT-Infrastruktur der Landesverwaltung. Und wir engagieren uns somit für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Cyberkriminalität und bieten Beratungsmöglichkeiten für Kommunen, Unternehmen und Verwaltung. Und neben der Prävention und Soforthilfe optimieren wir gleichzeitig die Abläufe in Strafverfolgung und Justiz. Wir bieten eine schnelle, bürgernahe und serviceorientierte Justiz mit elektronischem Rechtsverkehr und papierlosen Verfahren. Und so gewährleisten wir die Leistungsfähigkeit der Judikative im Zeitalter der Digitalisierung. Und damit ist Hessen E-Justice-Land Nummer 1 in Deutschland. Ja. Und, liebe Kollegen der FDP, Digitalisierung darf nicht als ein einmaliges Ereignis betrachtet werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation im digitalen Sektor erfordert schließlich auch eine kontinuierliche Evaluierung unserer Digitalisierungsstrategie. Deshalb halte ich an der Stelle fest, Digitalisierung ja, aber nur, wenn die entsprechende Sicherheitsinfrastruktur bereitgestellt werden kann, damit wir die Daten der Menschen in Hessen auch schützen und vor Missbrauch bewahren können. Sie schreiben in Ihrem Antrag, und Herr Kollege Greilich hat es auch gerade noch einmal angesprochen, Hessen hinke hinterher und führen das Beispiel des Freistaates Bayern an, Bayern Portal, Bayern ID. Aber, liebe Kollegen, bereits Anfang August letzten Jahres war es abermals Innenminister Peter Beuth und der bayerische Finanzstaatssekretär Albert Füracker, die eine Kooperationsvereinbarung in genau diesen Bereichen unterzeichnet haben. Ich weiß nicht, wo da eine Fehlanzeige, wo soll da eine Fehlanzeige sein? Bayern und Hessen haben somit zu einer gemeinsamen gemeinsamen Verwaltungsmodernisierung bekannt. Und das ist diese länderübergreifende Zusammenarbeit ist in diesem Kontext ein Novum in der deutschen Verwaltung. Hessen geht gemeinsam mit Bayern im Bereich der Verwaltungsmodernisierung und Vernetzung voran, meine Damen und Herren. So. Bereits zu Beginn des letzten Jahres ging das Serviceportal Service Hessen Online in Betrieb und bietet neben Informationen und Dienstleistungen bereits erste Online-Antragsverfahren an. Die aufgeführten Beispiele zeigen, wie vielschichtig und komplex der Prozess der Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung zu betrachten ist. Und für eine bessere Bewertung von den Abläufen, eine effektivere Kanalisierung von Innovation und Engagement sowie einer effizienten Beobachtung der Entwicklung bietet nun das neue hessische E-Government-Gesetz ein geeignetes Mittel. Es sorgt für die rechtliche Fundierung der Umsetzung der Agenda Digitale Verwaltung in Hessen 2020.
Wesentliche Elemente des Gesetzes sind unter anderem die Verpflichtung aller Behörden, einen Zugang für die elektronische Datenübermittlung zu eröffnen, die Einsetzung einer Stelle für die Entwicklung und Umsetzung der E-Government- und IT-Strategie als Kompetenz- und Planungszentrum oder die Einrichtung eines E-Government-Rates. Die erwähnten Einsparpotenziale im hessischen Verwaltungsbereich können auf Basis der entsprechenden Zahlen des E-Government-Gesetzes des Bundesgesetzgebers geschätzt werden. Und da hat der Normenkontrollrat diesbezüglich bei einer Vollumsetzung des Gesetzes von einem Einsparpotenzial von bis zu 930 Millionen € pro Jahr ausgerechnet. Und für die Gemeinden und Wirtschaftsunternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger entstehen keine Verpflichtungen über die bereits bestehende Bundesgesetzgebung hinaus. Es ist in diesem Zusammenhang folglich mit keinen zusätzlichen Kosten und Belastungen zu rechnen. Das bedeutet im Klartext, Verwaltungsdigitalisierung ja, aber bürger-, wirtschafts- und gemeindefreundlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mit diesem Gesetz schaffen wir einen Rechtsrahmen für die digitale Verwaltung in Hessen, fördern die elektronische Kommunikation in Verwaltungsverfahren und bauen rechtliche Hürden für das E-Government ab. Wir bieten eine Rechtsgrundlage für digitale Zulassungsverfahren und Auskunftsrechte für die Bürgerinnen und Bürger und unterstützen die digitale Behördenzusammenarbeit sowie die Kooperation des Landes Hessen mit den Kommunen. Meine sehr Frau Kollegin Heitland, Sie müssen zum Schluss kommen. Schluss, Herr Präsident. Die vielen Initiativen, Förderungen, Projekte und natürlich das neue hessische E-Government-Gesetz zeigen, und wie ich meine, auch den Kollegen der FDP, dass die Digitalisierung in Hessen voranschreitet und bei der schwarz-grünen Landesregierung in guten Händen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Heitland. Bevor wir in der Debatte weiterfahren, begrüße ich auf der Besuchertribüne den Generalkonsul der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Herrn Dr. Urs Hammer. Exzellenz, seien Sie uns herzlich willkommen. Fühlen Sie sich wohl im Hessischen Landtag. Viel Spaß. So, jetzt geht es weiter. Der Kollege Tobias Eckert. Kollege Tobias Eckert hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Digitalisierung verändert und erfasst alle Lebensbereiche, ob Mobilität, Wohnen, Wirtschaft und Arbeit bis hin eben zum Kontakt Bürger und öffentlicher Hand. Und wenn eins im letzten Jahr die Große Anhörung hier im Hessischen Landtag rund um das Thema Digitalisierung gezeigt hat, dann wurde sehr deutlich, in welchen vielen unterschiedlichen Bereichen wir hier in Hessen dringenden Nachholbedarf haben. Und Sie sind ja an dem Thema, Herr Minister, Sie haben das auch in Ihrer Einbringung gesagt, schon wirklich lange an dem Thema dran, zumindest daran, dass Sie dieses Gesetz überhaupt vorlegen können. Ich kann anfangen zu zitieren, diverse mündliche Fragen des Kollegen Dr. Wilken, kleine Anfrage von mir aus dem März 2015 und andere Themen, wo Sie immer wieder betonen, wir sind dran, wir arbeiten dran, zum einen die Regelungen des Bundes zu übernehmen und, Zitat, weit darüber hinausgehende Themen aufzugreifen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, Herr Minister, wenn ich mir das vorgelegte Gesetz anschaue, haben Sie zumindest diesen zweiten Teil Ihrer Ankündigung leider nicht wahrgemacht. Neben Verfahrensfragen analog zum Bund zu übernehmen, dafür braucht man nämlich eigentlich nicht diese lange Vorlaufzeit, wäre es spannend gewesen, bei Themen wie der Implementierung eines Lebenslagenmodells im Bürger-Staat-Verhältnis voranzugehen, die Fragen wirklich zu klären, in der Ansprache der Bürgerinnen und Bürger an ihren Bedürfnissen orientiert, statt am Zuständigkeitsprinzip der Verwaltungshierarchie sich zu orientieren. Ich freue mich, anders vielleicht auch als der Kollege Greilich, wenn der Bund diese Themen aufgreift und uns in Hessen ein Stück weit mithilft, dass wir dort vorankommen, weil so ganz ohne Hilfe aus Berlin scheint es in Hessen ja nicht voranzugehen, meine Damen und Herren. Und deswegen beschreiben Sie, meine Damen und Herren, der FDP-Fraktion ja völlig richtig in Ihrem Antrag,
dass das Handeln der Landesregierung im Bereich E-Government völlig unambitioniert ist. Daran ändert in der Tat der vorgelegte Gesetzentwurf nichts. Aber ich würde das noch weiter fassen. Nicht nur beim Thema E-Government ist das Handeln der Landesregierung unambitioniert. Denn wenn Sie schon nicht, meine Damen und Herren der Koalition, auf uns hören, wenn wir Ihnen Hilfestellungen anbieten, um in diesem Bereich voranzukommen, dann schauen Sie durchaus einmal auch in andere Bundesländer. Schauen Sie sich an, wenn ich mir in Baden-Württemberg das anschaue, wie dort mit einem digitalen Zukunftsfonds die Kommunen, die mit Abstand die meisten Bürger-Staat-Kontakte haben, bei den Themen Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung voranbringen helfen, dann gibt es wirklich viel zu erledigen. Themen einer Smart City Cloud oder eines digitalen Bürgerkontos sollen mehrfache Behördengänge vermeiden, sollen sich so an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer orientieren und die Verwaltung eben auf deren Bedürfnisse einstellen. Meine Damen und Herren, auch solche Ansätze fehlen bei uns in Hessen leider. Wieder einmal fehlt bei Ihnen, was eigentlich nötig wäre. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen. Ich freue mich, das werden wir sicherlich viele Debatten auch noch bei der Anhörung mit ein wenig aufrufen. Die Frage, warum Sie Bescheide, die Sie online nachher zustellen, nach 10 Tagen wieder von der Plattform rausnehmen, anstatt sie tatsächlich dauerhaft auf einer Cloud abrufbar zu lassen. All diese Fragen können wir diskutieren. Frau Kollegin Heitland, Sie haben angesprochen mit E-Justice und wie gehen wir da voran. Auch dort empfehle ich Ihnen das Protokoll der Anhörung hier im Hessischen Landtag zu dem Thema. Wenn ich mir anschaue, was der Anwaltsverein und andere hier deutlich gemacht haben, dass es völlig lächerlich ist, das immer ins Schaufenster zu stellen, weil die Infrastruktur dafür gar nicht, gerade in der Fläche im Land, gar nicht vorhanden ist, damit ich die Datenmengen transportieren kann, die überhaupt dafür notwendig wären, das hinzubekommen. Sie haben ganz wichtige Sachen im Gesetz geregelt, dass jetzt Behörden künftig eine eigene mehr oder weniger Internetseite haben müssen, § 4 oder § 7, elektronische Aktenführung. Herr Minister, wenn Sie das jetzt erwähnen, dass Sie ja schon ganz lange da dran sind, ehrlich gesagt, in dem Feld würde ich ganz kleine Brötchen backen. Weil wenn das Thema E-Akte in Hessen eins gezeigt hat, ist, dass Sie das nicht auf die Kette bekommen, meine Damen und Herren. Deswegen am Ende ein Gesetz, in der Tat entledigt Sie nicht von gutem Handeln. Da sind Sie meilenweit noch von entfernt. Aber ehrlich gesagt, das wundert mich jetzt nicht wirklich. An der Spitze dieser Landesregierung ein Ministerpräsident, der sich heute noch rühmt, noch nie in seinem Geschäftsleben mit E-Mail-Kontakten irgendwas zu tun gehabt zu haben, der keinen Rechner braucht und Ähnliches mehr, meine Damen und Herren. Am Ende des Tages ist dann klar, wer mit dieser Haltung an das Thema herangeht, der zeigt, dass er weder verstanden hat, was das Thema Digitalisierung in der Verwaltung auf sich hat, noch kann er gewillt sein, die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen, meine Damen und Herren. Und deswegen, Herr Kollege Greilich, werde ich Sie leider enttäuschen müssen. Weil Sie haben gesagt, Sie wollen den Ministerpräsidenten beim Wort nehmen, dass er da in neuen Ministerienstrukturen arbeiten kann. Wir arbeiten daran, dass Sie das nie erleben werden, dass er tatsächlich sich in dem Bereich überhaupt betätigen muss, meine Damen und Herren. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP schreibt in ihrem Antrag oben drüber, redet ihr noch oder digitalisiert ihr schon? Ja, Herr Kollege Greilich, selbst der Ministerpräsident redet neuerdings darüber, aber tatsächlich die praktischen Auswirkungen, das, was wir konkret als Land umsetzen können in der Organisation von wirklich zukunftsfähiger Verwaltung, wirklich einer Umsetzung dieser Idee von E-Government, das sind wir in Hessen noch meilenweit entfernt. Und ich will abschließend auch sagen, in der Tat, auch der Hessische Landtag hat da noch gewaltige Hausaufgaben zu machen. Es wurde eben in einer Seitenbemerkung schon angesprochen, auch was den Landtag angeht. Wenn ich mir vorstelle, dass die Eilausfertigung E-Government-Gesetz zweimal ausgedruckt in unseren Fächern liegt, dann sieht man doch noch, wie prähistorisch wir auch manchmal in unserer Verwaltung hier im Hessischen Landtag sind, meine Damen und Herren. Also von daher, da können wir, glaube ich, alle gemeinsam noch was dran tun. Von daher ist das sozusagen eine spannende Debatte, meine Damen und Herren. Ich freue mich in der Tat auf die Anhörung und die Debatte, damit wir den Blick weiten können über die Notwendigkeiten dieses Gesetzes, was das umsetzt, was seit 2013 auf Bundesebene auch festgeschrieben ist, wo Sie die eigenen Ansätze vermissen lassen. Ich bleibe dabei. Bei dem Vorlauf, den Sie sich gegönnt haben für diesen Gesetzentwurf, ist das ein sehr überschaubares Ergebnis. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert.
Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben lange gewartet auf diesen Gesetzentwurf, und nicht nur wir, sondern auch viele Praktikerinnen und Praktiker in den Kommunalverwaltungen. Und das ist durchaus berechtigt. Der Minister hat das ja sozusagen eher beschönigt, noch einmal nachzufragen und nachzuhaken, warum es 5 Jahre gedauert hat, nachdem das Bundesgesetz in Kraft getreten ist, und mehr als 2 Jahre, nachdem ja schließlich in Hessen auch ein interner Referentenentwurf vorgelegt wurde, dass das jetzt erst in den Hessischen Landtag kommt. Jetzt erst, auf den letzten Drücker, kann man sagen, wird vor den Landtagswahlen endlich ein hessisches Gesetz vorgelegt, das insgesamt sozusagen ja nicht nur das Thema E-Government, sondern auch Vollstreckungsrecht und Glücksspielgesetz noch mit beinhaltet. Aber ich will mich auf den wesentlichen Punkt konzentrieren. Warum so spät? Warum so knapp vor der Landtagswahl? Warum konnte diese Diskussion, diese wichtige Diskussion, will ich mal sagen, an dieser Stelle nicht viel früher hier im Plenum diskutiert werden? Herr Minister, Sie haben gesagt, na ja, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Dann sage ich Ihnen aber zurück, dann kommt es aber auch auf das Ergebnis an. Ja, dann erwarte ich in der Tat ein Ergebnis, das diese Gründlichkeit und diese zeitliche Abfolge dann auch widerspiegelt. Der umfangreiche Gesetzentwurf ist meiner Ansicht nach, was die Zusammenarbeit mit den Kommunen angeht, sehr, sehr weich formuliert. So will ich das einmal ausdrücken. Sehr, sehr weich formuliert. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Stelle oder das ist eine entscheidende Schwachstelle auch, weil die Städte und Kommunen schon seit Langem darauf warten und auch hier ein Abstimmungsprozess stattfinden muss, auch in der öffentlichen Verwaltung. Und von daher ist es meiner Ansicht nach eben kein ausreichender Entwurf, der die Interessen der Kommunen auch tatsächlich mit berücksichtigt. Bis auf die elektronische Rechnungserstellung, bei der im Übrigen die Grundlage einer EU-Verordnung war, ist hier wenig Verbindliches geregelt. Und es stellt sich die Frage, warum das so ist. Es sieht also so aus, dass hier noch schnell vor der Landtagswahl ein Thema abgeschlossen werden soll, und das ist unzureichend. Die finanzielle Seite, notwendige Investitionen werden nicht beschrieben. Und ich will das einmal aus der Sicht sozusagen der Kommunalverwaltungen hier betrachten, weil es dort doch darum geht, dass es sozusagen Basiskomponenten vom Land geschaffen werden, die dann auch innerhalb aller Verwaltungen in Hessen genutzt werden können. Also, es geht um die Unterstützung von gemeinsamer Softwareentwicklung und möglicherweise auch um finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung. So. Und, wir wissen, meine Damen und Herren, dass die Digitalisierung oder die weitere Fortschreitung der Digitalisierung wird zu wesentlichen Veränderungen der Abläufe, der Aufgaben führen und auch zum Wegfall von Stellen. Auch das gehört in diese Diskussion, finde ich, berechtigterweise mit rein. Und die Bürgersicht auf Behörden, die ist meiner Ansicht nach in diesem Gesetzentwurf sehr mangelhaft, weil der Bürger oder die Bürgerin ja nicht unterscheidet zwischen Aufgaben aus der Kommunalverwaltung, aus der Landesverwaltung oder gar aus der Bundesverwaltung, sondern sie wollen in der Tat, so wie es die FDP in ihrem Antrag ja auch beschrieben hat, einen einzigen Zugang zu allen sozusagen behördlichen Vorgängen und entsprechend Unterstützung.
Was hier vorgelegt wurde, ist ein Gesetz ausschließlich aus der Landesperspektive. Und das ist auch meine Kritik, ausschließlich aus der Landesperspektive. Und auch das, was Sie beschrieben haben, Herr Minister, ja, nämlich die elektronische Aktenführung oder die Akten in der Landesverwaltung, ein digitaler Zugang für die Landesverwaltung so, oder das elektronische Erlassen von Verwaltungsakten ist nicht ausreichend und ist nicht das, was Bürgerinnen und Bürger und Kommunen hier auch fordern und hier auch wollen. So ein bisschen kommt mir das vor, meine Damen und Herren, sage ich mal, in Hessen ist ja jetzt beschrieben worden von Ihnen, Hessen sei da vorn dran. Das kann ich nicht nachvollziehen, Herr Minister. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie Sie zu diesem blumigen Ergebnis kommen können. Ich habe eher die Einsicht, Hessen oder die hessische Landesverwaltung, die hessische Landesregierung ist im Hinblick auf Digitalisierung genauso hintendran wie die Abschaffung des Livestreams hier im Hessischen Landtag. Also, während andere einführen, wird es hier abgeschafft, aus welchen Gründen auch immer. Und so kommt mir dieses Gesetz auch vor, während andere sozusagen da viel weiter sind in ihrer Entwicklung, eine Zusammenarbeit mit ihren kommunalen Behörden fordern. Und da reicht es nicht aus, Herr Minister, den Kommunen, den kommunalen Spitzenverbänden einen Beiratssitz zuzugestehen sozusagen, und dann von großer Mitsprache zu reden bei der Weiterentwicklung. Also der Einfluss, der ist ja in diesem Beirat erstens mal sehr beschränkt. Und ich weiß sozusagen von Experten aus der Kommunalverwaltung, die seit Jahren händeringend warten, was macht die Landesregierung, wie können wir uns da einbringen, wie können wir etwas gemeinsam entwickeln. All dies hat bei der Vorbereitung dieses Gesetzentwurfs nicht stattgefunden. Offensichtlich, ja, nein, doch, das stimmt, Herr Minister. Man erzählt Ihnen offensichtlich etwas anderes in Ihrem Mitarbeiterkreis. Ich kann Ihnen das sogar belegen. So, es gibt entsprechende Arbeitskreise von Kommunen, die auch zusammengeschlossen sind, die mich seit 3 Jahren fragen, wann kommt denn endlich das Gesetz, wann kommt denn endlich das Gesetz, wann kommt denn endlich das Gesetz. So, und jetzt habe ich Ihnen den Entwurf zugeschickt, und dann haben Sie mir gesagt, ja, da steht ja gar nichts drin über Kommunen. Wo ist denn hier die Zusammenarbeit? Wo ist denn... Herr Kollege Schaus, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wo ist denn die Bürgersicht in diesem Gesetz? Nein, das ist sozusagen die Sicht der Landesverwaltung ist hier niedergeschrieben worden. Die Kommunen und die Bürger sind außen vor gelassen worden. Und das müssen wir in der Tat sehr intensiv mit den Vertretern dann in der Anhörung diskutieren. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Kollege Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist in der Debatte ja im Prinzip alles gesagt. Ich will auf ein paar Sachen eingehen, die hier in der Debatte doch gesagt worden sind, die mich doch ein bisschen zum Erstaunen gebracht haben. Also, erster Punkt, auf den ich eingehen will, ist natürlich die Frage der Dauer, bis dieses Gesetz vorgelegt worden ist. Ich hätte mir auch vorstellen können, oder wir hätten uns auch vorstellen können, dass es schneller geht. Es hat eben seine Zeit gedauert. Manchmal sind Abstimmungsprozesse auch relativ schwierig. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier einen Gesetzentwurf vorliegen haben, mit dem wir gut arbeiten können. Und die Vorlage dieses Gesetzentwurfs wird ja nicht dazu führen, dass wir nun auf einmal, selbst wenn er beschlossen ist, auf einmal hier alles digital und modern haben, sondern die Umsetzungsschritte werden uns dann noch eine Weile beschäftigen, Herr Kollege Greilich. Von daher ist das der erste Schritt. Und ich glaube, dass wir das, was wir umsetzen, vom Bundesebene, ich glaube, dass es auch richtig gedacht ist. Also, wir haben 2 Argumentationsstränge. Auf der einen Seite wird gesagt, es kommt zu spät. Dann wird auf der anderen Seite gesagt, ihr setzt ja nur das von Bundesebene um. Warum macht ihr nichts Eigenes? Und da muss man doch mal vielleicht auch deutlich erwähnen, dass einer der Zielsetzungen, die ja auch im Gesetzentwurf beschrieben sind, die kann man auch im Vorblatt nachlesen, dass es natürlich wichtig ist, dass wir ein einheitliches Verwaltungshandeln haben, dass wir nicht unterschiedliche Verwaltungsebenen haben, Bund, Land, Kommunen,
die je nachdem, für wen sie gerade tätig sind, ob der Bund, ob die Verwaltung in Bundessachen tätig ist oder in Landessachen tätig ist, wir unter Umständen in der gleichen Verwaltung zwei unterschiedliche Verwaltungsebenen und Verwaltungshandeln haben. Da müssen wir schon dafür sorgen, dass das einheitlich wird. Deswegen ist die Übernahme in vielen Bereichen durchaus der richtige Weg, der hier gegangen wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will aber in der Debatte noch auf ein paar Dinge eingehen, die hier auch hingestellt worden sind. Der Kollege Greilich hat sich darüber beklagt, dass die Initiative, die von Ihnen ja hier vorgelegt worden ist mit der Drucksache 19/5165, dass es so lange gedauert hat, bis sie auf die Tagesordnung gekommen ist. Also, das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil es ist ja eigentlich sozusagen Aufgabe auch von Fraktionen, ihre eigenen Entwürfe, wenn sie denn so lange vorliegen, auf die Tagesordnung zu bringen. Es war Ihnen aber offensichtlich nicht so wichtig, dass Sie diesen Tagesordnungspunkt oder diesen Antrag zum Setzpunkt hier im Plenum berufen hätten, weil dann wäre er schneller behandelt worden. Dann hätten wir auch darüber diskutieren können. Also den Vorwurf hier an die Mehrheitsfraktionen zu machen, dass Ihr Gesetz, dass Ihr Antrag hier nicht frühzeitig behandelt worden ist, da würde ich noch einmal darüber nachdenken, was Sie damit selber zu tun haben. Zweiter Punkt, den der Kollege Greilich hier angesprochen hat, ist das, was sozusagen die digitale Infrastruktur ansonsten angeht und wie weit wir im Vergleich zu anderen Bundesländern sind. Da werden immer Baden-Württemberg und Bayern angeführt. Ich habe gerade einmal nachgeschaut. Wenn Sie bei den anderen Bundesländern mal schauen, da sind die auch nicht besonders weiter. Aber ich muss in Richtung von Ihnen sagen, Herr Kollege Greilich, das wundert mich dann eben immer schon, wenn Sie hier vorne Reden halten und sich darüber beklagen, dass dieses oder jenes noch nicht in Anwendung ist, dass dieses oder jenes noch nicht in Angriff genommen worden ist. Und wenn man dann einmal schaut, was wir sozusagen von Ihnen in Ihrer Regierungszeit an in Anführungsstrichen Hinterlassenschaften gefunden haben in diesem Bereich, dann war das nicht so viel. Wenn Sie uns da mehr hinterlassen hätten, wären wir wahrscheinlich in diesem Bereich auch weiter, hätten wir mehr machen können, wären wir im Bereich der Digitalisierung weiter. Lieber Herr Kollege Greilich, da sollten Sie immer einmal denken, wenn Sie von hier vorne sozusagen in Richtung anderer reden. 2013, Sie haben ja vorhin selber das Datum 2013 angesprochen. 2013 waren Sie meines Wissens hier auch noch in der Landesregierung. Ich habe gerade schon gesagt, ist hier in der Debatte auch gesagt worden, was die Fragen der Standards anderer Bundesländer ist und wie weit andere Bundesländer sind. Ich habe gerade noch einmal darauf hingewiesen, Bayern, Baden-Württemberg können Sie immer gut als Beispiele bringen. Und wenn man bei den anderen schaut, sind die auch nicht besonders weiter, gleichwohl. Gleichwohl glaube ich, dass wir in diesem Bereich durchstarten müssen, weil die Digitalisierung auch für uns ein wichtiger Punkt ist und weil gerade auch das E-Government und die Abwicklung von Verwaltungsakten mit dem Bürger digital eine wichtige Angelegenheit. Also, komplexe Thematik, mit der wir uns hier zu beschäftigen haben, das haben wir auch gemerkt in der Anhörung, die wir hier zum Thema Digitalisierung gemacht haben. Wir werden jetzt diesen Gesetzentwurf ja auch anhören. Da werden wir dann die Expertinnen und Experten zu hören. Ich bin sehr gespannt darauf. Ein Punkt, auf den ich noch eingehen wollte, das hat der verehrte Kollege Tobias Eckert angesprochen, das ist die Digitalisierung, wie wir uns damit beschäftigen, was ist hier so los und wie weit sind wir da selber. Ich kann mich an viele Diskussionen sowohl hier im Hause als auch mit Fraktionen insgesamt hier kann ich mich an viele Debatten erinnern. Immer, wenn es theoretisch ist, dann wird immer gesagt, wir müssten da und dort mehr machen, weil das sozusagen würde uns gut zu Gesichte stehen. Bereich Digitalisierung hier im Hause, ich mal ansprechen. Immer wenn es dann in die Praxis geht, was machen wir denn da? Dann werden immer Bedenken vorgetragen und meistens von denen, die hier von hier vorne immer theoretisch erzählen, wie leicht und wie einfach das alles ist. Ich will mal daran erinnern, dass wir jetzt es geschafft haben, einen digitalen Pressespiegel in diesem Haus zu bekommen. Den haben wir jetzt, das finden wir alle ganz gut. Da gab es aber Widerstände aus Fraktionen, die, wenn sie dann hier vorne stehen, immer sagen, es ist alles ganz einfach, aber wenn es um die Umsetzung geht, das eben nicht machen. Ich kann mich an eine Debatte erinnern, da wollten wir die Fragen der Einladung und der Protokolle, Petitionsausschuss, wollten wir anders regeln, wollten wir digitalisieren. Da gab es
Da gab es große Einwände von einer Fraktion, die, wenn sie hier vorne steht, immer sagt, das ist alles ganz einfach und es geht alles ganz schnell. Ich könnte mir da viele Sachen vorstellen. Wir sollten mal vielleicht den einen oder anderen Punkt aufnehmen, der hier von Seiten der Verwaltung ja schon vorgeschlagen worden ist, was wir alles machen wollen. Dann kann ich Ihnen ganz genau sagen, Kollege Tobias Eckhardt, von welcher Fraktion hier die Bedenken vorgetragen werden. Von daher finde ich, die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, die in diesem Thema bei Ihnen immer vorliegt, die sollten wir mal in Einklang bringen. Strich drunter. Wir haben Strich drunter. Wir haben einen Gesetzentwurf hier vorliegen, von dem ich glaube, dass er in die richtige Richtung geht. Ich glaube, dass man durchaus jetzt in eine interessante Anhörung geht. Und dann werden wir die Anhörung auswerten und werden schauen, was wir da an Änderungen noch vornehmen müssen. Da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere, was da an Vorschlägen gemacht wird. Ich freue mich darauf und hoffe auf eine tolle Debatte im Innenausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung den Innenausschuss und den Antrag auch. Antrag auch in den Innenausschuss, Kollege Greilich? Was heißt nee? Ja, also einigt euch mal da vorne. Also kommt alles in den Innenausschuss. Schluss. Da wird das beraten. So, dann werden wir jetzt am Ende der Vormittagssitzung. Wann machen wir weiter? 15:15 Uhr. Also, dann unterbreche ich die Sitzung bis 15:15 Uhr. Alles Gute.